Dem geselligen Volkstanz zu frönen, so abseits der Auftrittskultur, dafür steht die Arge Volkstanzkärnten seit vielen Jahrzehnten. Waren in den 50er, 60er und 70er Jahren verdiente Männer wie Dieter Hart Stremeyer, Friedel Krowat, Arnulf Wadl und Hofrat Dr. Franz Koschier geschart aktiv, so kam es in den 80er Jahren dazu, dass ein junger Arzt, ein Klagenfurter, aus der Steiermark hereingeschneit kam und mit seiner Birgit 1986 auch das veranlasste, dass eine offizielle Vereinsgründung für diese Institution stattfand. Die damalige Landesarbeitsgemeinschaft österreichischer Volkstanzkärnten. Klaus hat uns in diesen 30 Jahren sehr stark geprägt. Darum bitte ich euch für einen ungewöhnlichen Auftakt um eine Gedenkminute an unser großes Vorbild. Volkstanz bringt die Menschen zusammen, quer durch alle Altersgruppen, unabhängig von sozialer Herkunft, egal welche Nation. Lasst uns gerade diesen verbindenden Aspekt in diesen harten Zeiten genießen. Mit Rudi Roy und Manfred Riedl hat Klaus Feldforschung betrieben, die letztendlich in der Publikationsreihe Tänze aus Kärnten mündete. Klaus Konzept der Tanzleiterausbildung geht nun auch schon in das 25. Jahr. Birgit Villafer hat uns das Tanzen mit Kindern neu sehen gelehrt. Gute Ausbildungsangebote, speziell auch für Tanzmusikanten, liegen uns am Herzen. Und die Turnusewoche ist diesbezüglich legendär. Wichtig ist es uns, in der organisatorisch stark fraktionierten Volkskulturszene in Kärnten, dass über alle Vereins- und Verbandsgrenzen hinweg gut zusammengearbeitet wird. Erfreulicherweise ist dies an diesen zahlreichen Ehrengästen auch zu erkennen. Zu meiner Freude ist der Ehrentisch wirklich bunt besetzt heuer und sehr zahlreich. Es ist mir ein Vergnügen, Herrn Nationalratsabgeordneten Matthias Köchl zu begrüßen mit seiner Gattin, die Landessprecherin Doktorin Marion Mietzsche, Bezirkssprecherin Magistra Karin Herkner von den Grünen Kärnten. Danke für die starke Präsenz. Es ist mir also eine große Freude, den gesamten Vorstand zu begrüßen und alle Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft unter der Führung von Ingenieur Herbert Zotti, Magistra Else Schmidt und dem Ehrenvorsitzenden Franz Wolf. Wunderbar, dass Sie da sind. Es gibt kein Kärntner Volkstanzfest ohne Inge Meiritsch. Und diese fleißige Botschafterin des Kärntner Heimatwerks hat es auch heuer geschafft, dass ihr Chef mitgekommen ist. Geschäftsführer Ewald Obetnik, wunderbar, dass auch du diesmal da bist. Hinweisen, wie gesagt, auf den Glückshafen. Danke, Ewald, dass wir hier einen Gutschein ausspielen können. Und natürlich ist als Hauptpreis wieder eine Teilnahme auf der Turnusee-Woche garantiert. Ich bin euch gegen es diesmal erwischt. Tänzer, Musikant oder völliger Neuling? Wir lassen uns überraschen. Das Literaturstandl ist noch geöffnet bis 23 Uhr. Bitte beim Erli erkundigen über Neuerscheinungen und sonstige Fragen werden auch dort beantwortet. Kein Tanzfest ohne schwungvolle Musik. Wir haben hier eine Besonderheit angekündigt. Als Knittelstreich hat sich herausgestellt, dass die Musikformation sich auch zur Knittelblase entwickeln kann im Laufe des Abends. Vielen Dank, dass ihr schon mal den Aufmarsch gespielt habt. Es freut mich, dass ihr dabei seid. Die junge Vollgas-Musikerin, ja. Bestimmt alle Ehre machen mit ihrem Namen. Wir freuen uns da später noch auf die Vollgas-Musikerin.
Volkstanzgruppe Edelweiß und die Fahnenschwinge aus Klagenfurt, die uns die Pausengestaltung übernimmt. Und ich würde sagen, Klaus Fehlerfer hätte sich sehr über diesen zahlreichen Besuch gefreut, die wohlgefüllten Erdtische und auch über eine gute Stimmung. So lasst uns in seinem Sinne ein rauschendes Jubiläumsfest feiern. Viel Vergnügen und gute Unterhaltung.